Hallo, heute geht's nicht um Totenköpfe, nicht um Pflanzen, wie ihr vielleicht denken könnt. Das sind alles Elemente, die ich mit einem 3D-Drucker gedruckt habe. Das sind nur einige Beispiele, man kann ja unzählige verschiedene Sachen drucken, also da kann man wirklich richtig kreativ sein und ich mache das auch recht gerne. Hatte ja auch schon einen 3D-Drucker lange Zeit, also schon über ein Jahr. Da ist mir aber jetzt ein Drucker kaputt gegangen und ich hätte ihn reparieren können, aber da es inzwischen ein sehr interessantes Modell gibt, was kaum teurer ist oder einen ähnlichen Preis hat und leistungsfähiger ist, habe ich meinen alten dann verkauft an einen Bastler, der ihn sich vielleicht reparieren kann. Und ich habe mir den Artillerie Sidewinder X1 gekauft. Das ist hier dieses neue Modell. Der ist nämlich noch eine ganze Ecke leistungsfähiger. Er ist nämlich erstmal größer. Also er ist, ja, vom Platzbedarf ist er gar nicht viel größer, da ist er ähnlich. Ist aber in der Höhe etwas höher. Er kann also 300x300x400 mm drucken. Also richtig große Objekte. Und er ist aber auch in der Verarbeitung nochmal eine ganze Ecke besser. Er hat jetzt hier einen Direktextruder, wenn euch das nichts sagt. Also das heißt, das Filament wird direkt über der Düse praktisch eingeführt. Da ist dieser Feeder, der eben das Filament einzieht. Das ist alles direkt an dem Druckkopf. Das hat einige Vorteile für die Präzision, aber damit kann man auch zusätzliches Material drucken, was manche anderen 3D-Drucker mit so einem Bautenzug nicht können. Zum Beispiel flexibles Filament wie TPU und sowas. Das macht nämlich auch wirklich Spaß, kann ich euch sagen. Denn so ein flexibles Filament, ja, ist gummiartig, erlaubt natürlich jetzt wieder ganz andere Möglichkeiten beim 3D-Druck. Aber er kann natürlich auch die herkömmlichen Materialien, PLA, PETG oder PETG, wie manche sagen, ABS und was es halt alles so auf den Markt gibt. Er hat ein Display, ist sehr einfach in der Bedienung, hat eine USB-Buchse, da kann man einen USB-Stick einstecken und einen Micro-SD-Karten-Slot. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber meinem alten Drucker ist, dass er wesentlich leiser ist. Man hört das Gerät eigentlich gar nicht. Man kann das Gerät in dem Nebenraum drucken lassen und hört es praktisch, man kann es die ganze Nacht drucken lassen, man hört es im Nebenraum überhaupt nicht mehr, auch wenn man die Türen voll aufstehen hat. Also es ist wirklich unglaublich. Er hat also wirklich sehr gute neue Schrittmotortreiber, die eben fast geräuschlos arbeiten. Hier zeige ich euch jetzt erstmal, wie das Gerät geliefert wird, was alles dabei ist und wie das Gerät aufgebaut wird. Das Gerät wird nämlich fast fertig aufgebaut geliefert. Also es sind im Grunde, ja, mit dem Filamenthalter sind es eigentlich nur drei Teile, die man zusammenschrauben muss und dann war es das gewesen. Ein paar Stecker muss man noch reinstecken, also das hätte ich fast vergessen und das war es dann wirklich gewesen. Das steht aber alles in der Kurzanleitung drin, die da mitgeliefert wird. Das sind eigentlich, glaube ich, auf dieser Kurzanleitung, die ist sogar in Deutsch, was mich doch schon richtig gewundert hat. Das sind, glaube ich, nur 6 Punkte, die ihr durchgehen muss und da steht jedes Mal nur ein Satz. Also könnt ihr euch vorstellen, wie einfach das geht, aber ich zeige es euch jetzt alles auch nochmal, damit ihr da eine Vorstellung habt. Nähere Informationen zu dem Gerät und die Preise und die Bezugsseiten, wo ihr das bekommen könnt, das liste ich alles bei mir im Testbericht auf. Findet ihr wie immer im Blog www.tüftlerundheimwerker.de. Der Link ist aber auch in der Videobeschreibung oder hier rechts oben die Infokarte. Da kommt ihr zur Seite und da gebe ich euch dann auch nochmal einige Tipps zur Software, welche ihr verwenden könnt. Ihr könnt die mitgelieferte verwenden, das ist der Repetierhost. Aber ihr könnt auch die herkömmlichen Software, die meist eingesetzt wird, also Cura oder Simplify 3D für den Drucker nutzen. Bei Simplify 3D, das ist mein Lieblingsprogramm, da ist der Drucker schon vorgegeben. Da braucht ihr also nur den Drucker anwählen und könnt dann dieses Programm nutzen. Das ist aber kostenpflichtig, kann ich empfehlen, weil es sehr flott ist und eigentlich finde ich es in der Bedienung sogar noch ein bisschen besser.
aber ihr könnt auch das Programm Cura nehmen. Ich erläutere auf meiner Seite, wie ihr das einrichtet, damit es mit dem Drucker zusammenarbeitet. Cura ist durchaus auch gut, ist halt etwas langsamer, aber kann auch sehr viel. Das ist dann auch wirklich reine Geschmackssache. Vorteil von Cura ist halt, es ist kostenlos. So, hier in der kleinen Tasche, da liefert der Hersteller allerlei Ersatzteile mit und auch noch eine Reihe von Werkzeugen, die wir jetzt zum Zusammenbau brauchen. Im Wesentlichen eigentlich die Imbusschlüssel. Der Schraubenschlüssel ist eigentlich nur da, wenn man was justieren möchte, was spannen möchte. Es sind aber verschiedene Imbusschlüssel dabei, damit man halt das Ganze zusammenschrauben kann. Es wird einfach nur dieses obere Gestänge, was ihr eben gesehen habt, da ist ja alles schon vormontiert, unten an das Teil geschraubt. Und zwar wird das eben mit 4 Imbusschrauben festgeschraubt. Das ist im Prinzip schon der meiste Teil von dem Zusammenbau. Also ich denke, das kriegt nun wirklich jeder hin. Wir müssen jetzt nur noch einige, der Filamenthalter muss noch montiert werden. Das ist aber auch sehr leicht. Der wird von hinten an die obere Profilstange geschraubt. Also die Profile sind aus richtig massivem Alu. Also das ist wesentlich massiver, kann ich euch sagen, als bei meinem älteren Drucker. Der war ja auch schon gut und im Grunde war ich auch zufrieden, wenn er nicht kaputt gegangen wäre, was eigentlich eher meine Schuld war. Da hätte ich wahrscheinlich auch keinen neuen gekauft, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich eigentlich ganz froh bin, denn der neue ist wirklich vom Profil her wesentlich stabiler. Da wackelt nichts und obwohl er höher ist ja in der Konstruktion, da ist er wesentlich verwindungssteifer als der alte. Der alte hatte nämlich so mehr so dünnes Blech und hier sind richtig dicke Profile, was wesentlich stabiler ist. Außerdem hat es den Vorteil, dass man überall viel besser drankommt. Bei dem anderen waren ja so U-Bleche, die haben vieles verdeckt und da kam man dann ein bisschen schlecht mit dem Schraubenzieher an das eine oder andere, wenn man den Mikroschalter verstellen wollte oder sowas. Das war da alles ein bisschen umständlicher. Hier ist das sehr schön gemacht, alles offen, man kommt eigentlich überall dran. Trotzdem stört das Kabel nicht. Man sieht die Kabel kaum. Wenn ihr das Gerät von Weitem seht, dann sieht das optisch wirklich eigentlich toll aus, weil hier die Kabel optimal verlegt sind. Ihr müsst jetzt nur noch die ganzen Stecker rein einstecken. Die sind überall, wie gesagt, schon verlegt. Überall hängen so ein paar Stecker rum. Und da erkennt es meistens an dem Kreppband. Da sind die festgeklebt. Zieht das Kreppband ab und steckt überall die Stecker in die daneben liegende Buchse. Eigentlich kann man da wenig falsch machen. Erstmal kann man sie falsch rum gar nicht einstecken, weil die so einen Pin haben auf der einen Seite. Und übersehen kann man sie eigentlich auch nicht. Aber ihr könnt auch da ruhig in die Kurzanleitung schauen. Da sind die Stellen alle nochmal markiert. Dann schneide ich hier die Kabelbinder durch. Das ist eigentlich nur eine Transportsicherung, damit der Kopf nicht wackelt. Und dann verbinde ich noch dieses Flachbandkabel, was hier noch rumhängt. Das ist auch schön mit Kreppband hier befestigt, damit da nichts beim Transport beschädigt wird. Das muss man einfach nur in den Druckkopf einstecken. Das ist alles wirklich sehr sauber und ordentlich gemacht. Das sieht man selten so bei diesen günstigen 3D-Drucker. Man muss ja sagen, es ist immer noch ein sehr günstiger 3D-Drucker, denn der kostet immer noch unter 350 Euro. Wenn dann die Kabel alle angeschlossen sind, dann dreht man einfach die Z-Achse ein bisschen hoch. Einfach an dem Motor, an einem Motorachs, an einer Achse drehen. Wenn man will, kann man jetzt, wie ich es hier gemacht habe, nochmal prüfen, ob irgendwo noch Spiel ist oder irgendwas nicht fest genug sitzt. Das sind solche Exzenter-Muttern. Das heißt, da brauchen wir nur ein kleines Stückchen drehen an der Mutter und dann wird das fest. Ich habe also an zwei Muttern ein klein bisschen nachjustiert, aber viel war es nicht. Wahrscheinlich hätte ich es auch so lassen können. So, jetzt kann man dieses Papier herunternehmen. Das ist eigentlich nur so ein Kratzschutz, weil der 3D-Drucker, der Sidewinder, hat ja
ein Ultrabass, also praktisch eine Glasplatte mit einer speziellen Haftbeschichtung. Und das ist auch übrigens ein großer Vorteil, wenn man verschiedene Materialien druckt. Da sorgt ja die Heizung von dem Heizbett dafür, dass das bei hoher Temperatur immer gut haftet. Und wenn das dann abkühlt, könnt ihr die Objekte dann ganz leicht von der Fläche herunternehmen, ohne dass da irgendwas dran kleben bleibt oder was auch immer. Diese Platte kann übrigens beim Seitwender bis zu 130 Grad aufgeheizt werden, also unter und drunter eine Heizung angebracht. Und die Heizung funktioniert auch mit 220 Volt. Die ist also wirklich richtig flott. Da ist der also in wenigen Sekunden auf der richtigen Temperatur. So, jetzt müssen wir aber erstmal die Platte justieren. Dazu geht man im Menü auf den Punkt Tools und dann auf Leveln. Und dann kann man über Pfeiltasten den Druckkopf an jede Ecke fahren. Und da muss man jetzt den Abstand so wählen, dass ein Blatt Papier drunter passt. Genau ein Blatt Papier, dass man eben beim Herausziehen ganz leichten Widerstand fühlt. Man kann da in jeder Ecke, ist unten ein großes Drehrad, damit kann man den Abstand einstellen. Danach wird das Filament oben durch den Filamentsensor gezogen, habt ihr gesehen. Und dann wird es einfach in den Extruder eingesteckt. Im Menü geht ihr dann auf Change in und dann wird das Filament automatisch eingezogen. Der Filamentwechsel geht bei dem Drucker wirklich gut. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist wesentlich besser als bei dem alten, der ja noch so einen Bautenzug hat. Da war das doch immer ein bisschen umständlicher. Hier geht es eigentlich viel schneller. Man kann viel schneller die Farben wechseln oder eben das Material wechseln. So, ich habe jetzt den mitgelieferten USB-Stick hier eingesteckt. Da ist nämlich schon eine fix und fertige Druckdatei drauf. Gehe dann im Menü, diesem Touch-Display, einfach auf Print. Dann kann man die Dateien werden dann angezeigt. Man wählt dann den Cube, also so ein Würfel, der da auch drauf ist, nur ein Objekt drauf. Und dann geht es bereits los. Da muss man einen Augenblick warten, weil jetzt erst die Temperatur von dem Heizbett hochgefahren wird. Das wird normalerweise so auf 60 Grad bei PLA gefahren. Und die Düse wird auf, glaube ich, 210er ist da vorgegeben, glaube ich, gewesen. Das liegt immer an der Datei, welche Temperaturen genutzt werden. Das kann man also schon vorher in der Datei festlegen. Man muss das am 3D-Drucker nicht mehr eingeben oder so. Und das macht alles schon die Datei. Man muss wirklich nur Print machen, Datei auswählen und dann geht's los. Und da muss man eigentlich nur warten, bis es fertig ist. Wenn es größere Objekte sind, dann kann das natürlich schon mal ein paar Stunden dauern. Wenn es kleine Objekte sind, vielleicht eine Stunde. Kommt eben auf die Größe wirklich an. Und man kann auch mit unterschiedlichen Auflösungen drucken. Der Drucker ist wirklich sehr präzise. Er kann, glaube ich, runter bis 0,5 mm Schicht, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gewöhnlich drucke ich so mit einer 0,2 mm Leerschicht. Das ist eigentlich ein gutes Mittelmaß, dass die Außenhaut oder des Objektes wirklich noch sehr schön fein ist und das einigermaßen flott geht. Je feiner man druckt, natürlich, je länger dauert es. Man kann natürlich auch mit 0,3 und 0,4 drucken. 0,3 geht noch einigermaßen. 0,4 ist dann schon relativ grob. Also das würde ich dann selten raten. Oder wenn es ganz fein muss, dann reicht eigentlich 0,1 oder 0,15. Hier wird jetzt, glaube ich, mit 0,2, das ist vorgegeben, mit 0,2 mm Schichtdicke gedruckt. Hier seht ihr es. Der Drucker hat übrigens so eine LED am Drucker, deswegen hier das Licht immer neben dem Druckkopf. Das ist eine LED, das ist eine RGB-LED, die ändert ihre Farbe, je nachdem, was für eine Temperatur gerade anliegt. Hat keine größere Bedeutung, ist einfach nur eine optische Sache. Ja, das war's hier. Der erste Druck hat perfekt geklappt. Also ihr habt gesehen, wie einfach
das vom Auspacken bis zum ersten Druck ist. Also das dauert wirklich, das könnt ihr in einer Stunde machen, also ja, halbe Stunde vielleicht sogar. Vom Auspacken bis zum ersten Druckobjekt. Also es wirkt wirklich gut. Und jetzt könnt ihr auch alle anderen Objekte drucken. Ihr könnt die im Internet herunterladen. Ihr könnt die natürlich auch mit SketchUp, mit Zeichenprogrammen zeichnen. SketchUp wird sehr oft genommen, um 3D-Objekte zu zeichnen. Oder das Fusion 360. Damit kenne ich mich allerdings nicht so aus. Das wird auch sehr oft genommen. Und dann könnt ihr alle möglichen Objekte auch selbst zeichnen und drucken. Da brauchen wir natürlich ein bisschen von Erfahrung beim Zeichnen. Wenn man das noch nicht hat, dann geht mal auf irgendeine Seite. Ich verlinke euch mal in meinem Beitrag einige Seiten. Da habe ich auch schon mal einen Beitrag zugeschrieben. Geht bei mir auf die Seite. Da liste ich euch mal Links auf, wo ihr schöne 3D-Objekte findet, die ihr einfach runterladen könnt und drucken könnt. Hier drucke ich jetzt einfach noch mal so eine kleine, ja, so ein, wie nenne ich es, so ein kleines Tool, so ein kleines Lineal, das jetzt 10 cm Kantenlänge hat, und zwar in alle Richtungen, in X, Y und Z, also auch nach oben, um jetzt mal zu prüfen, ob das alles mit den Maßen genau stimmt oder ob ich da in der Software was justieren muss. Es ist ja wichtig, dass der 3D-Drucker maßgenau druckt. Also wenn ihr 0,2 mm oder 0,1 mm ein Objekt größer auf dem Bildschirm zeichnet, dann muss das auch in der Wirklichkeit nur 0,1 mm sein. Das muss 100% stimmen. Erst dann kann man wirklich präzise arbeiten. So, da ist das Objekt jetzt fertig. Dann kann man das nochmal nachmessen. Das muss jetzt überall 10 sein. Und wenn das der Fall ist, dann stimmt bereits alles. Und dann ist das perfekt. Und so ist es auch hier im Fall. Also der ist gleich perfekt eingestellt, so wie es sein muss. Ja, dann habe ich natürlich gleich noch ein paar andere Objekte gedruckt, die ich noch offen hatte. Das heißt, die ich schon mal drucken wollte, aber wegen meinem defekten Drucker nicht drucken konnte und die ich jetzt noch brauche. Das ist hier so ein Adapter für meine Tischkreissäge, die PDS-10, falls ihr die kennt. Da schließe ich einen 40 mm Schlauch an und der hat in der PDS-10 sonst nicht gepasst. Deswegen habe ich mir da so einen kleinen Adapter gedruckt und jetzt passt das wunderbar. Dann habe ich natürlich noch so Tools gedruckt, um den 3D-Drucker genauer zu testen, wie er mit Überhängen umgeht und so weiter. Also das macht er alles perfekt. Ich kann da wirklich überhaupt nichts meckern. Der Drucker ist wirklich sehr präzise. Hier drucke ich so ein 3D-Bild, so eine Art Kupferstich, kann man sagen. Also das kann man alle hier, ein Lichtschalter, ein fluoreszierender Lichtschalter, das ist fluoreszierendes Material. Da habe ich einfach eine Wippe am Lichtschalter getauscht und nachgedruckt. Die passt dann optimal in den Lichtschalter rein, sieht genauso aus, aber leuchtet nachts. Also man sieht dann den Lichtschalter, ohne dass eben Strom vergeudet wird. Oder hier jetzt ein Kabelhalter, weil am Tisch hängen immer so viele Kabel rum, damit ich die etwas besser da einhängen kann und damit sie nicht immer runterpurzeln, ohne dass ich das irgendwie festschrauben oder sowas muss. Das wird einfach nur eingeklemmt am Tisch. Oder eben den Totenkopf, den ihr eben schon gesehen habt, den fand ich immer ganz dekorativ. Das ist natürlich reine Geschmackssache. Den habe ich jetzt hier mit einigen Stützen gedruckt. Nicht wundern, die müssen jetzt abgebrochen werden und mit einer zusätzlichen Haftfläche, damit der gut auf dem Drucker haftet. Man kann 3D-Objekte immer mit Haftfläche drucken oder ohne. Und die Haftfläche wird dann einfach nach dem Druck, genau wie diese Stützen, abgebrochen. Ich habe jetzt nicht alle Stützen gedruckt. Ich nutze ja diese Software Simplify 3D. Da kann man die Stützen auch manuell eintragen. Hier habe ich jetzt nur so ein paar Stützen gedruckt. Eigentlich hätte ich ein paar mehr drucken müssen, denn hier an der Seite hat er ein paar Fäden gemacht, da sieht man es. Das liegt daran, weil er hier einige Winkel über 80 Grad drucken muss und da habe ich keine Stütze eingebaut. Dann kann das mal passieren. Aber ich wollte hier nicht so viele Stützen entfernen und da ist das schon okay, wenn man das so druckt. Die Fäden zieht man dann einfach ab. Das ist nicht so das Problem hier.
Das hier ist in PLA gedruckt. Vieles drucke ich in PLA, weil es einfach am einfachsten geht. Hier seht ihr jetzt, da ist raus, ist jetzt praktisch ein Blumentopf geworden, der richtig auch wasserdicht ist und auch wirklich wunderbar funktioniert. Man kann alles Mögliche an Material nehmen, habe ich ja schon gesagt. Hier habe ich jetzt, das ist TPU. TPU, das ist das flexible Filament, kann ich nur empfehlen, solltet ihr mal ausprobieren, ist wunderschön. Ich habe aber auch PETG genommen, also PETG. Das ist ein Material, das ein klein bisschen flexibler als das PLA, aber nur geringfügig. Es ist dadurch schlagfester. Wenn ihr Objekte macht, die richtig stabil sein sollen, die auch bruchfest sein sollen, dann ist das PLA manchmal nicht so ideal, weil es relativ schnell brechen kann. Und da könnt ihr dann PETG nehmen, PETG. Und das biegt sich mehr, bevor es bricht. Aber wie gesagt, wenn ihr dieses hier nehmt, das TPU, das ist richtig flexibel. Das ist schon so ähnlich wie Gummi. Also da gibt es die unterschiedlichsten Materialien, die ihr drucken könnt. Und da ist es eben so, dass man TPU beispielsweise nicht mit jedem Drucker drucken kann. Der Drucker muss meistens so einen Direktextruder haben, wie der hier. Sonst macht dieses Material oft Probleme und es geht auch nicht mit jedem Direktextruder. Das liegt ein bisschen an diesem Feeder, der das Filament einzieht. Bei manchen Feedern wickelt sich das flexible Filament um den Feeder, weil er zu viel Abstand hat. Wie soll ich es beschreiben? Viel zu viel Abstand zur Düse. Aber das ist hier alles schon berücksichtigt bei der Konzeption. Der ist wirklich hier auch für dieses flexible Filament konzipiert. Da braucht ihr also keine Angst haben. Das geht wunderbar. Das geht sogar genauso leicht wie PLA. PETG ist ein bisschen schwieriger, weil da braucht ihr höhere Temperaturen, sonst haftet das nicht. Da hatte ich anfangs echt Probleme, bis das haftet, weil die Herstellerangabe, die Temperaturen, die der Hersteller da angegeben hat, bei dem Material überhaupt nicht hingehauen haben. Also da musste ich wesentlich höhere Temperatur nehmen. Da habe ich dann, glaube ich, mit 240 gedruckt. Aber das schreibe ich euch bei mir auch noch mal auf der Seite rein. Ich liste euch auch mal einiges Filament auf, was ich genutzt habe und mit welchen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Zum Beispiel mit dem Filament hier, was ich hier benutzt habe, da habe ich vom Druck her schon gute Erfahrungen gemacht. Lässt sich gut drucken, haftet gut, ja, zieht keine Fäden, also ist nichts zu meckern, aber der Farbton gefällt mir nicht. Also es soll eigentlich Gold sein hier. Nach meiner Meinung sieht das einfach zu gelb aus. Also da suche ich noch eins, was besser nach Gold aussieht. Vielleicht könnt ihr da was empfehlen, wenn ihr ein Filament kennt, was wirklich aussieht wie Gold, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Hier mit dem Schraubenzieher entferne ich noch einige Stützstrukturen, die ich gedruckt habe. Sicherheitshalber habe ich an einigen Stellen, wo der Winkel über 70 Grad ist, das kann man sehr gut in dem Programm Simple 3D herausfinden, habe ich da 3-4 Stützstrukturen eingebaut. Aber es sind nicht viele und ja, das war es im Prinzip schon. Also vom Druck her ist es schon gut geworden. Nur wie gesagt, die Farbe hat mir nicht so toll gefallen. So, jetzt will ich euch nochmal erklären, wie ihr eigentlich vom 3D-Objekt aus dem Internet zu dem ausgedruckten Objekt kommt. Da geht ihr beispielsweise auf eine Seite wie hier diese Zingiverse, heißt die. Ich verlinke euch die nochmal bei mir im Beitrag. Einfach, es gibt auch noch andere Seiten, aber die Zingiverse, die hat hier am meisten Objekte, die es, ja, da kann man wirklich tagelang stöbern. Das sind unglaublich viele Objekte, die da zu finden sind. Die sind in verschiedene Rubriken sortiert, aber auch die kann man nicht alle durchgucken, weil die riesig groß sind. Aber man kann da mal drin stöbern. Man kann auch nur die neuesten sich anzeigen lassen. Man kann auch natürlich gezielt nach Objekten suchen. Gebt einfach ein Stichwort ein. Am besten in Englisch. Ihr könnt auch nach Deutsch suchen. Aber wenn ihr es dann zusätzlich nochmal in Englisch eingebt, dann findet ihr mehr, weil eben nicht alles dann sonst gefunden wird. Es lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen länger auf der Seite zu suchen, denn neben vielen unnützen Krimskrams findet man doch immer wieder was Interessantes, was man wirklich
brauchen kann. Man kann natürlich auch eigene Objekte hochladen, das ist auch sinnvoll. Man kann auch Objekte, die man findet, in Gruppen aufteilen, man kann sich eigene Gruppen anlegen. Ich glaube, registrieren muss man sich nicht, wenn man Objekte runterlädt, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, man braucht sich nicht registrieren, aber auf jeden Fall könnt ihr euch registrieren, ist kostenlos und ihr könnt dann in jedem Fall alle Objekte runterladen. Also ich bin da registriert und lade alle Objekte runter und ab und zu lade ich auch einige hoch. Wenn ihr beispielsweise was suchen wollt, gebt da oben das Stichwort ein. Hier suche ich nach Pinwheel. Also da findet ihr beispielsweise irgendwelche Windräder, kleine Windräder. Es gibt auch große Windräder, die ihr da suchen könnt. Da könnt ihr also wirklich euch ein richtig großes Windrad bauen. Also da gibt es einige schon interessante Dinge. Ich will euch nochmal zeigen, wie ihr das dann runterladet. Also ihr geht dann auf das Objekt, wenn ihr ein Objekt gefunden habt. Hier jetzt zum Beispiel die Tools. Wenn euch ein Objekt gefällt, klickt ihr das einfach an und dann geht ihr einfach auf Download. Ich nehme mal dieses Objekt hier. Das ist jetzt für eine, beispielsweise für eine Tischkreissäge, glaube ich, kann man das sinnvoll nehmen. Auch zum Fräsen ist es sinnvoll. Ihr geht einfach auf Download und dann könnt ihr ein Archiv herunterladen. Das ist meistens eine Archivdatei, meistens eine ZIP-Datei. Die müsst ihr dann entpacken auf eurem Rechner und in dem Archiv ist gewöhnlich immer eine STL-Datei. Diese braucht ihr, aber STL-Dateien lassen sich nicht direkt mit dem 3D-Drucker drucken. Die muss also umgewandelt werden in den Ausführungscode für den Drucker, in den Befehlscode für den Drucker. Und dazu braucht ihr eben diese Software vom 3D-Drucker. Da nehme ich wie hier Simplify 3D. Wie gesagt, ihr könnt auch Cura nehmen oder die mitgelieferte Software. Startet die, geht dann auf Importieren, habe ich jetzt schon gemacht, und wählt dann diese STL-Datei. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Katze heruntergeladen. Und dann seht ihr die hier auf dieser grauen Matte. Das ist praktisch die Druckplatte. Und ja, wenn ihr könnt die dann noch drehen, vergrößern, verkleinern, könnt ihr auch duplizieren. Wenn ihr beispielsweise gleich mehrere Objekte wollt, könnt ihr die auch vervielfachen und könnt gleich mehrere gleichzeitig ausdrucken. Ich lege noch mal zwei dazu. So, da haben wir noch zwei dabei. Dann könnt ihr sie wieder besser platzieren, einfach in der Mitte einmal drücken auf das Zentrieren und dann werden die wieder neu platziert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eben auch die Größe von allen oder von einzelnen ändern. Denn damit sie sich hier nicht überschneiden, nochmal auf Neu anordnen gehen. Ja, und dann könnt ihr die auch zusammen ausdrucken. Ihr müsst dann nur noch bestimmte Einstellungen vornehmen. Die eine verkleinern wir jetzt noch ein bisschen. Also man kann jeder natürlich eine unterschiedliche Größe haben. Man kann natürlich auch andere Objekte noch zusätzlich importieren und andere Objekte gleich noch mit ausdrucken. Es muss nicht immer das gleiche Objekt sein. Hauptsache es passt auf die Druckplatte. Alles, was auf die Druckplatte passt, kann man drucken. Und hier müsst ihr dann auf diese Prozesseinstellungen gehen. Da wählt ihr normalerweise dann nur euren Drucker. Der wird bei der Installation schon erfragt. Den müsst ihr nur anwählen. Und dann gebt ihr noch an, welches Material ihr habt. Dann könnt ihr noch festlegen, ob es schnell gedruckt werden soll, langsam oder mittel. In der Regel ist mittel eine gute Wahl. Das legt einfach die Leerdicke fest. Und dann könnt ihr hier noch festlegen, wie viel Füllgrad, wie stark das gefüllt sein soll. Da reicht gewöhnlich 10% aus. Und dann könnt ihr noch festlegen, ob dann Haftfläche drunter gedruckt werden soll und Stützstrukturen. Haftfläche und Stützstrukturen brauchen wir hier nicht. Wenn die Objekte eine ganz kleine Stellfläche haben, dann würde ich eine Haftfläche drunter drucken, dann haftet die besser. Ansonsten ist das nicht notwendig. Und wenn sie starke Übergänge hat, dann kann man noch Stützstrukturen drucken, die man später entfernen kann. Ja, und dann geht man einfach auf Berechnen, auf das Druck vorbereiten. Das habe ich jetzt schon gemacht und dann ist das schon vorbereitet.
Man kann sich das jetzt in verschiedenen Ansichten noch darstellen. Da gibt es eine ganze Reihe Funktionen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich wollte euch nur noch mal die Grundzüge zeigen. Ihr könnt euch auch in das Objekt reingucken und seht dann auch diese Füllstruktur, die er gemacht hat. Und könnt euch das alles angucken, wie der Drucker das gedruckt hat und alles Mögliche. Das könnt ihr alles machen, braucht ihr aber nicht. Das Wichtigste, was ihr jetzt eigentlich machen müsst, ihr müsst eigentlich nur noch die Datei speichern. Dazu klickt ihr dann links auf dieses SD-Karten-Symbol und dann könnt ihr das auf euren USB-Stick oder eben eine Micro-SD-Karte speichern. Beides passt in den Drucker rein. Man kann den Drucker auch direkt an den PC anschließen, da hat er natürlich auch eine Buchse und dann direkt drucken, aber das macht, glaube ich, kaum einer. Es ist eigentlich einfacher mit USB-Stick oder SD-Karte, wenn man da den Drucker dann hinstellen kann, wo man Platz hat. Ja, und dann hat man das fertige Objekt. So einfach geht das. Wenn ihr eigene Projekte machen wollt, dann empfehle ich euch das Programm SketchUp. Das gibt es in einer kostenlosen Version. Ich habe zwar hier die Pro-Version, aber man kann das auch alles mit der kostenlosen Version machen. Da kann man dann alles Beliebige zeichnen. Hier habe ich beispielsweise eine Wechselplatte für eine Kamera gezeichnet, damit die schneller auf dem Stativkopf zu befestigen ist. Das drucke ich dann in PETG aus. Das zeichnet ihr hier jetzt beispielsweise jetzt einen Halter für eine Papierrolle. Ihr könnt eigentlich zeichnen, was ihr wollt. Ihr müsst es dann nur als STL-Datei exportieren. Also ihr dürft es nicht als SketchUp-Datei speichern, sondern müsst zusätzlich als STL-Datei exportieren. Die Pro-Version kann das sowieso, aber wenn ihr die kostenlose Version habt, gibt es ein kostenloses Plugin und dann könnt ihr da auch die STL-Datei exportieren. Und die Datei wiederum müsst ihr dann, wie eben gezeigt, in dem Slicer-Programm, also entweder in Simplify 3D oder in Cura, dann wieder umwandeln in diese G-Code-Datei, wie ich es eben bei der Katze gezeigt habe. Das ist genau derselbe Vorgang. Dann könnt ihr es dann auch wieder in den 3D-Drucker stecken, per USB-Stick oder SD-Karte und könnt es dann auch ausdrucken. Hier so ein kleines Schreibtischablage für USB-Sticks und Speicherkarten und sowas. Also da könnt ihr zeichnen, was ihr braucht und wirklich haargenau maßstabsgenau. Hier drucke ich beispielsweise diese Schreibtischablage für diese Speicherkarten und USB-Sticks. Das habe ich in PLA gedruckt. Also mit PLA Kunststoff. Das geht alles recht flott und ist wirklich exakt. Hier im Innern ist noch ein bisschen Stützstruktur drin, nur in diesem einen Loch. Aber das PLA, die Stützstruktur unter PLA geht immer relativ leicht, kann man die leicht entfernen, die lässt sich sehr leicht herausbrechen. Ich habe natürlich auch anderes Material verwendet, hier dieses PETG, das ich schon erwähnt habe, das ist jetzt transparentes. PETG. Das wird mit etwas höherer Temperatur gedruckt. Da solltet ihr die Druckplatte entsprechend warm haben. Also ich habe die auf 85 Grad geheizt. Also stellt man praktisch auch in Simplify 3D, in dem Programm, womit ihr die Datei erzeugt. Da könnt ihr auch die Temperatur einstellen. Gebt ihr einfach ein. Da habe ich 245 Grad genutzt für die Düse und 85 Grad für das Bit, dann seht ihr, haftet das wunderbar und lässt sich wunderbar drucken. Hier habe ich mit TPU gedruckt. Das ist dieses flexible Material, das ein bisschen gummiartig ist. Da braucht man dann relativ
wenig Wärme auf dem Druckbett, da reicht schon 50 Grad aus. Also da habe ich hier nur 50 Grad auf dem Druckbett. Das andere war, glaube ich, 210, wenn ich mich nicht täusche. Das war ähnlich wie PLA die Temperatur. Und dann ist das, ja, das haftet wunderbar, seht ihr ja. Das ist also wirklich Kunststoffpapier, wohl etwas Stützstruktur mitgedruckt. Deswegen hängen hier so ein paar Fetzen dran. Hätte ich gar nicht gebraucht bei dem Objekt. Das ist jetzt so ein einfacher Untersetzer. Kann man als Untersetzer nehmen. Und das kann man auch mit PLA oder mit PETG drucken. Aber mit TPU ist es noch ein bisschen angenehmer. Einfach weil es eben wirklich schön flexibel ist. Und wenn man da Gegenstände draufstellt, dann hört man das eben auch nicht vom Geräusch her, weil es wirklich sehr weich ist. Es ist sogar ein bisschen transparent, wenn ihr jetzt hier schaut, man kann hier den Schriftzug sogar noch durchschauen, obwohl das hier wirklich dicht ist. Das gleiche Modell drucke ich jetzt nochmal hier in mit dem PETG. So sieht das dann aus, sieht er immer ein bisschen ganz anders aus, sieht dicker aus, obwohl es genau das gleiche Modell ist. Das liegt einfach daran, dass das hier eben jetzt nicht durchscheint. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich denke, ich konnte euch einen guten Drucker empfehlen, den Artillery Sidewinder X1. Also ist wirklich gut. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist spitze, kostet unter 350 Euro. Also ich kenne keinen Drucker, der da so viel bietet bei diesem Preis, hat alles, was man sich wünscht, kann alles an Materialien drucken, ist einfach in der Bedienung, ist wirklich solide verarbeitet, kann sehr große Objekte drucken, hat diesen Direktextruder, kann also auch mit flexiblen Materialien arbeiten, sehr wartungsfreundlich. Tja, was soll ich noch sagen? Also ich bin wirklich begeistert von dem Drucker und bin so fast schon ein bisschen froh, dass mein alter kaputt gegangen ist. Denn das macht einfach mehr Spaß mit dem hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn ihr euch dafür noch interessiert, auch wie ihr mit dem Drucker mit Cura drucken könnt und die Links zu der Bezugsquelle als auch zu den Modellen, die ich hier so gezeigt habe, die bringe ich euch alle in meinen Beitrag auf der Seite www.tüftlerundheimwerker.de. Link ist in der Videobeschreibung oder hier rechts oben auf die Infokarte klicken. Ich packe euch auch nochmal vielleicht die SketchUp-Datei dabei in verschiedenen Formaten, sodass man das auch mit verschiedenen SketchUp-Versionen laden kann. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja nach eigenen Vorstellungen verändern und könntet dann bei euch einfach mal ausprobieren. Ich liste euch auch nochmal das Filament auf, was ich hier so verwendet habe, weil es gibt ja da auch unterschiedliche Qualitäten, die sich eben unterschiedlich gut drucken lassen, sodass ihr einfach mal wisst, was bei mir gut funktioniert hat. So, bis demnächst mal wieder. Ciao!